Für uns ist dieses Schiff besonders. Junge Leute aus Deutschland und mittlerweile sogar aus der ganzen Welt lernen da ihr Handwerk, wie man Ozeane beforscht und damit auch, wie man Ozeane schützt. Denn das Wissen, was ist da draußen los, ist ja essentiell für die Frage der Zielerreichung. Sie ist eben auch noch viel mehr als ein Ausbildungsschiff. Die misst in vielen Parametern, geologisch, biologisch, physikalisch, chemisch, wie geht's der Nordsee? Und sie liefert dann die Daten, die alle brauchen, um zu sagen, hier reicht's noch nicht, hier müssen wir nachsteuern. Auf diesem Schiff sind 4 verschiedene wissenschaftliche Sonarsysteme verbaut worden, die mich erwarten lassen, dass wir ein vollkommen neues Nutzerspektrum in Zukunft haben werden. Dann hat das Schiff 2 Laboresysteme, also ein Trockenlabor und ein sogenanntes Nasslabor. Es sind wissenschaftliche Winden an Bord, mit dem Schleppnetze, Baumkurre, Kastengreifer, Bodengreifer, Wassersprobennehmer und dergleichen Dinge mehr eingesetzt werden können. Also eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten, die die alte UTA nicht bietet. Die allergrößte Besonderheit ist sicherlich, dass wir hier zum ersten Mal bei einem deutschen Forschungsschiff Methanol als Treibstoff anwenden, weil Methanol eben ein sehr umweltfreundlicher Treibstoff ist, der wenig toxisch ist, also sich auch in der Natur sehr schnell auflöst und bei den herkömmlichen Verbrennungsmaschinen eben wenig bis kaum Abgasemissionen haben, also sprich wenig CO2, wenig Partikel. Das ist überhaupt kein Geheimnis, dass wir auch in Richtung Nachfolge Polarstern einfach es schaffen müssen, und zwar so gut es geht, ein Schiff, das heute gebaut wird und das dann für 40 Jahre Botschafter für uns alle ist, für Polar- und Meeresforschung, dass das so sauber ist wie möglich, ein so sicherer Arbeitsplatz wie möglich und dass es auch noch einfach Freude macht, darauf unterwegs zu sein.